C'est ça, chérie. Ein Zug! Ein Zug! Der hat keine Bremsen! Oh, Black. Auch er schaut immer, geht der lange Ball. Der Start und mal der Versuch des Passes zwischen die Linien. Bruno Fernandes immer derjenige, der den Weg zumindest dorthin versucht, um dort anspielbar zu sein. Ja, man mit der Nummer 8 der Portugiesen hatte auch schon angedeutet, dass das brutal schwer ist. Gerade auch in Portugal stehen sie deshalb immer mal wieder in der Kritik, dass sie diese Bälle nicht spielen zwischen die Linien. Der Gegner es eng macht, wird es kompliziert. Jetzt kombinieren sie sich mal gut durch. Leao, Ronaldo. Sie kommen nicht durch. Elchnik, Šeško gegen Pepe. Das Generationenduell. Šeško trifft er nicht richtig. Was hat der für eine Power im Vergleich mit Pepe? Der walzt da völlig an Pepe vorbei. Schade, dass er den am Ende nicht richtig trifft. Aber wenn Pepe so isoliert ist, hat er gar keine Chance. Also dann ist er Šeško völlig ausgeliefert. Das sind die Momente, die sie kreieren wollen, die sie haben wollen. Wo ist die Idee? Wenn dann von ihm, du hast es eben gesagt. Der Weg bei der Seitenverlagerung ist aktuell zu weit. Wenn sie immer hinten rumspielen, nochmal über den Pepe und dann aus dem Mendes, dann landet der Ball einfach nicht bei Leao. Mendes könnte viel mehr einrücken, könnten eigentlich eine Reihe überspielen. Aber so kriegen sie Leao nicht in die Situation. Und eben nicht den überraschenden Moment. Diogo Jota wird gleich kommen. Der Mann vom FC Liverpool. Die linke Außenbahn. Antonio Martinez gibt dem unten die letzten Anweisungen. Vielleicht geht hier auch noch vorher was.